Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich hatte ja per Moodle-Mail angekündigt, dass ich noch ein kleines Intermezzo zwischendurch einfüge, ein kleines Thema, das vielleicht nicht ganz irrelevant für Sie sein könnte, nämlich das Klausurblatt mit Lücken, das ich Ihnen auch schon in Moodle zur Verfügung gestellt habe. Dazu gab es eine Ankündigung. Ich will nicht allzu viel dazu sagen. Falls Sie Fragen haben, haben Sie heute hier natürlich Gelegenheit, aber selbstverständlich jederzeit auch später bis zum 27. haben Sie auch Gelegenheit, 27. September Gelegenheit, Fragen zu stellen. Sie werden verstehen, dass wir bestimmte Arten von Fragen nicht beantworten werden. So, ich habe das jetzt erst einmal im zweiseitigen Modus hier, um Ihnen einen kleinen Überblick zu geben, wie das Blatt aussehen wird. Das wird also geheftet oben links, hier oben sein. Und Sie können, wenn Sie das ist das Deckblatt natürlich, und wenn Sie es aufblättern, dann wird das die erste Doppelseite sein, das die zweite Doppelseite und so weiter und so fort. Da brauchen wir natürlich jetzt nicht durchgehen, sondern wir können in einer anderen Darstellungsmodus dann einzeln durchgehen. Na, komm schon. Wo muss ich jetzt hin? Auf Continue scrollen. So, Sie sehen also das Deckblatt. Jedes Mal dieselbe Frage. Irgendjemand kommt und sagt, ich habe einen Stempel, wo alle meine Informationen drauf sind. Name, Matrikelnummer, Anschrift und so weiter und so fort. Muss ich die Matrikelnummer jetzt hinschreiben oder darf ich das jetzt stempeln? Jedes Mal diese Diskussion am Anfang der Klausur in mindestens einem der Räume. Bitte nehmen Sie sich diese unermesslich lange Zeit und schreiben Sie diese 7 Ziffern Ihrer Matrikelnummer einfach hin. Wir wollen keine persönlichen Daten von Ihnen. Wir wollen bei der Korrektur nicht beeinflusst werden von Ihrem Vornamen, Nachnamen oder was auch immer. Gut, mehr machen Sie auf der Titelseite jetzt auch nicht. Sie sehen hier, was immer an Informationen in diesem Klausurblatt mit Lücken steht. Das ist identisch, das ist konform zu dem, was ich schon am allerersten Termin gesagt hatte, was Sie auf den Orga-Folien finden, wie die Klausur aufgebaut sein wird, also wie viele Aufgaben mit wie vielen Punkten oder es für die einzelnen Themen gibt. Da stand dann 30 Punkte, 30% für Nabla-Aufgaben, aufgeteilt auf 3 Aufgaben zu je 10 Punkten. Dieser Punkt ist nochmal von Bedeutung. Wir werden uns die Korrektur hier relativ einfach machen. In allen bisherigen Hauptklausuren, die Nachschreibeklausuren, die immer was Besonderes sind, mal außen vor gelassen. In sämtlichen Hauptklausuren bisher, in der AOD und auch in der anderen Lehrveranstaltung Allgemeine Informatik für E-Techniker und andere, war es immer so, dass die durchschnittliche Punkteausbeute bei den Nabla-Aufgaben über 90% lag und selbst bei denjenigen, die nicht bestanden haben, lag die durchschnittliche Punkteausbeute bei ungefähr 85%. Das heißt also, es gibt keinen Grund, hier von diesem bewährten Bewertungsschema abzuweichen. Auch wenn es zunächst einmal sehr harsch aussieht, führt es trotzdem immer noch zu sehr guten Punktzahlen. Wenn hier steht, hier wird eine konkrete Nabla-Aufgabe stehen, heißt das natürlich, einer von den 20 Typen, die Ihnen in den Testaten begegnet sind oder noch begegnen werden. Gut. Die vierte Aufgabe, ich hatte im Orga-Blatt schon geschrieben, 30% der Punktzahlen werden aus Java-Aufgaben kommen. Das sind die vierte und die fünfte Aufgabe. Die beiden Aufgaben, also die Informationen, die hier dazu stehen, sind praktisch identisch, abgesehen von diesem einen Wort, beziehungsweise dem Nachsatz hier.
der unterschiedlich ist in den beiden Texten, in den beiden Erläuterungstexten zu Aufgabe 4 und Aufgabe 5. Aufgabe 4 wird iterativ zu lösen sein, mit Schleifen, ohne Rekursion. Aufgabe 5 dementsprechend rekursiv, das heißt ohne Schleifen. Dort sind Schleifen nicht erlaubt. Gut, hier dieser ganze Absatz müssen wir hin und wieder mal anwenden. Im Prinzip besagt dieser Absatz, wenn Sie zeigen, dass Sie die Problematik generell nicht verstanden haben, um die es bei dieser Aufgabe geht, das heißt mit den Datenstrukturen nicht umgehen können oder mit Java nicht mehr als rudimentär umgehen können, dann können Sie noch so viel schreiben, wie Sie wollen. Es wird Ihre Punktzahl gedeckelt sein. Oder wenn Sie sich an die Anforderungen, an die Vorgaben nicht halten. Wenn Sie zum Beispiel, Sie werden möglicherweise eine verbindliche Anforderung in der Aufgabenstellung finden, Sie dürfen das und das aus der Java-Standardbibliothek verwenden, und dann wird nochmal zur Erinnerung dazu geschrieben sein, was wieder genau die Funktionalität, die Sie verwenden dürfen, aussieht. Denken Sie beispielsweise an etwas, was wir jetzt öfters hier verwendet haben, Comparator mit Methode Compare, plus 1, minus 1, 0 als Ergebnis, solche Sachen müssen Sie nicht auswendig wissen, die stehen dann nochmal als Erinnerung dabei, falls Funktionalität aus der Java-Bibliothek verwendet wird. Gut, hier steht dann jeweils bei jedem der Aufgaben nochmal dazu, was Sie tun sollten, was Sie tun können, um sich konkret auf diese Aufgabe vorzubereiten. Das ist natürlich bei jeder dieser Aufgaben jeweils was anderes, können Sie als Leitfaden hernehmen. Es ist zu erwarten, dass viele Klausurteilnehmer, wie in jedem Jahr, grundsätzliche Schwierigkeiten mit Java haben. Es ist natürlich in Ihrem eigenen Interesse, wenn Sie versuchen, bis zum 27. September grundsätzliche Schwierigkeiten mit Java möglichst weitgehend aus der Welt zu schaffen, möglichst weitgehend zu überwinden. Ist in Ihrer Verantwortung, ob Sie das machen und inwieweit Sie das machen und wie Sie das machen. Wir stehen selbstverständlich zur Verfügung, dann auch mit Sprechstunden und allem. Sie müssen aber auf uns zukommen oder können das versuchen mit, ja, in der FOP haben Sie ja genug zum Java eigentlich gesehen, was eigentlich ausreichen sollte, um instand versetzt zu sein, hier das, was wir mit Java gemacht haben, darauf aufbauend zu verstehen und selber anzuwenden. Ich möchte nochmal auf die Kurzvideos hinweisen, die ich für eine andere Lehrveranstaltung, eine Erstsemester-Lehrveranstaltung, eben diese allgemeine Informatik mal erstellt hatte, wo nochmal, so wie die thematischen Videos zu den Vorlesungsinhalten der AOD, auch nochmal thematische Videos zu den einzelnen Aspekten von Java zu finden sind, die Ihnen dann helfen, nochmal Dinge nachzuvollziehen. Und natürlich sind Sie nicht daran gebunden, Sie können natürlich sämtliche anderen Quellen für Java zusätzlich oder stattdessen verwenden, versteht sich. Dasselbe, also Sie sehen jetzt hier immer, hatte ich jetzt noch nicht gesagt, hier bei den Nabla-Aufgaben, hier wird auf der einen Seite wird die Aufgabe selber stehen und auch das Schema, in dem Sie dann Ihre Lösung eintragen. Auf der anderen Seite haben Sie Platz für Ihre Nebenrechnungen. Sie werden auch die Möglichkeit haben, während der Klausur Schmierblätter von uns zu bekommen oder sogar zusätzliche Blätter für die Klausur. Das heißt also, Sie melden sich dann und sagen, wenn einer zu Ihnen kommt, ich brauche Schmierblätter, dann kriegen Sie halt einfach ein paar lose Blätter. Oder Sie sagen, ich brauche noch mehr Blätter für die Klausur, dann wird Ihnen das gleich an Ihr Klausurblatt angeheftet, damit es gar nicht erst verloren geht. Aber die Erfahrung zeigt, dass das eigentlich zumindest zusätzliche Blätter für die Abgabe, die bepunktet werden sollen, typischerweise sehr, sehr selten vorkommt. Die meisten wollen immer nur Schmierblätter haben. Ist okay.
Hier sehen Sie jetzt, haben Sie ein paar freie Seiten, auf denen Sie Ihre Lösung dann und auch wenn Sie wollen, diverse Schmierereien, die nicht bepunktet werden sollen, dann jeweils aufzuschreiben. Machen Sie bitte klar, was bepunktet werden soll und was nicht, damit es dann bei der Korrektur keine Probleme gibt. Sie können hier jeweils Ihre Matrikelnummer draufschreiben. Also wenn man das ausdruckt, dann ist da ein bisschen mehr Platz, um die Matrikelnummer hinzuschreiben. Das ist nicht so ganz oben auf dem DIN A4-Ausdruck, wie es jetzt hier im PDF aussieht, in der Vorschau aussieht. Müssen Sie nicht, ist nur zur Sicherheit für den Fall, dass mal Ihr Klausurblatt irgendwie auseinanderfliegt, dass die Heftung kaputt geht. Und das ist, dann ist es natürlich sinnvoll, dass man das dann wieder zuordnen kann. Passiert eigentlich typischerweise nicht. Wir hatten letztes Mal bei der letzten Klausur ein Problem mit dem Hefter, dass dann etliche Klausurblätter auseinandergeflogen sind, schon während der Klausur. Hatten wir nicht gemerkt, dass der Hefter nicht richtig funktioniert, was immer da passiert ist. Da war es natürlich ganz sinnvoll, nicht notwendig, aber wir haben noch während der Klausur dann die Blätter wieder zusammengeheftet. Aber es kann nicht schaden, dann doch die Matrikelnummer sicherheitshalber dahin zu schreiben. Aber es ist nichts erzwungen. Hier, wie gesagt, die zweite Aufgabe mit Java, rekursiv, das heißt Schleifen sind nicht erlaubt. Ansonsten derselbe Text, den wir eben besprochen haben, brauchen wir nicht nochmal durchzugehen. Und auch hier wieder eine gewisse Anzahl von freien Blättern, wo Sie bitte Ihre Lösung hinschreiben. So, Aufgabe 6 bezieht sich auf die Theorietestate, hat dementsprechend auch 20 Punkte, während die anderen beiden Aufgaben jeweils 15 Punkte haben. Lässt sich zerlegen oder ist zerlegt in mehrere Teilaufgaben, in denen verschiedene Aspekte aus den Theorietestaten dann thematisiert werden, die Sie dann ähnlich während des wie im Testatstermin dann anwenden sollen. Fragen, das habe ich hier ein bisschen aufgeführt, was für Art von Fragen, auf was für Art von Fragen Sie sich da einzustellen haben, also was der Algorithmus zurückliefert oder was er für Seiteneffekte hat, das, was Sie bei den Nachbedingungen oder beim Output in diesen beiden Klauseln finden, dazu könnte es eine Frage geben. Korrektheitsbeweise, was wir da rauf und runter gemacht haben, Komplexität, was wir da rauf und runter gemacht haben. Hier auf dieser ersten Seite der Aufgabe, das ist dann linke Seite des aufgeschlagenen Blattes, da wird ein Java-Code stehen, der aus mehreren Methoden besteht, die zusammen einen Algorithmus bilden. Nichts Dramatisches, aber Sie werden wenig Hilfestellungen haben, um zu verstehen, was dieser Algorithmus macht. Sie werden nur eine vage Aussage finden, was der Algorithmus machen soll und müssen sich dann eben das Verständnis, was er machen soll, selbst erarbeiten. Und auf der rechten Seite, auf dem geschlagenen Blatt, sehen Sie dann die 5 Aufgaben A bis E, die Sie dann zu bearbeiten haben. Und auch danach wieder eine Anzahl von verschiedenen Seiten, die leer sind, wo Sie dann Ihre Lösung der Aufgaben A bis E hinschreiben können. So, wir kommen zur letzten Aufgabe. Aufgabe 7 hat 20 Punkte. Das sind dann die weiterführenden Fragen zur Vorlesung, also zu dem, was wir jetzt hier so alles machen, Verständnisfragen. Könnte Fragen sein in der Form, warum ist das so und so oder warum ist das nicht so und so bei dem und dem Algorithmus, bei der und der Datenstruktur. Es könnte auch sein, konstruieren Sie ein Gegenbeispiel für dieses oder jenes. Also eine Aufgabe war zum Beispiel mal, konstruieren Sie ein Gegenbeispiel dazu, dass der Algorithmus von Dijkstra bei negativen Kantenlängen nicht mehr das korrekte Ergebnis liefert. Und solche
Fragen dieser Art. Wenn Sie diese Punkte haben wollen, dann sollten Sie also diese entsprechenden Dinge, was hier Komplexität und Korrektheit der in der Vorlesung präsentierten Datenstrukturen und Algorithmen angeht, sollten Sie diese Dinge verstanden haben. Nicht auswendig können, es wird hier nicht gesagt, beweisen Sie die Korrektheit von dem und dem Algorithmus aus der Vorlesung oder so etwas, sondern verstanden haben, sodass Sie dann eben auf Verständnisfragen dieser Art antworten können. So, hier ist nochmal genau gesagt, wo Sie das in der Vorlesung alles finden. Und hier noch ein paar letzte Seiten für die Aufgabe 7, auf denen Sie dann Ihre Lösung zur Aufgabe 7 niederschreiben können. Das sind auch wieder 5 Teilaufgaben ABC. So, das ist das, was ich von meiner Seite aus hier zum Klausurblatt sagen möchte. Gibt es spontan von Ihrer Seite aus Fragen dazu, bitte? Okay, ältere Klausuren zum Üben hochladen. Da die Klausuren sowieso durch Klausureinsichten verbrannt sind, beziehungsweise wir haben sogar in der AOD 216 die alten Klausuren in Moodle reingehängt, nebst Musterlösung übrigens, also nebst Referenzlösung und Bewertungsschema. Insofern sehe ich da gar kein Problem, das auch zu machen, ja. Bitte? Entschuldigung? Ja, genau, das ist natürlich klar, dass ein Klausurblatt an Wert gewinnt, wenn die Referenzlösung und das Bewertungsschema noch dabei sind. Bitte? Bitte? Erlaubte Hilfsmittel, Gehirn, Hand und Stift. Also ich habe auch schon Fragen gekriegt, ob man Geodreieck verwenden kann oder so etwas. Wenn nichts draufsteht, keine Spickereien draufstehen oder sowas, dann natürlich schon, aber ich wüsste jetzt nicht, wozu man hier bei der Klausur ein Geodreieck verwenden kann. Ja, meinetwegen schon. Stift, also ich gebe noch ein Informationsblatt vor der Klausur, rechtzeitig vor der Klausur aus, oder habe ich das nicht schon ausgegeben? Habe ich nicht in das Verzeichnis, wo das Klausurblatt mit Lücken ist, schon. Bitte? Okay, dann muss ich das noch reintun, kein Problem. Da finden Sie dann auch diese ganzen Informationen, zum Beispiel, dass der Stift dokumentenecht sein soll und nicht rot oder grün und solche Dinge. Also ein DIN A4-Blatt oder ähnliches wird nicht zugelassen sein bei der Klausur. Weitere Fragen? Gut, wie gesagt, wir sind ja nicht aus der Welt. Sie können Fragen vor der Klausur jederzeit stellen, wobei Sie sich vorstellen können, wenn Sie am Vorabend der Klausur um 22 Uhr noch eine Frage im Forum absetzen, dass die wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig bis 8 Uhr Klausurbeginn dann beantwortet werden wird. Ich kann nichts dafür, das ist zentral festgelegt, dass die Klausur um 8 Uhr morgens beginnt, gefällt mir auch nicht unbedingt, aber so ist es halt. Gut, aber wie gesagt, rund um die Klausur wird es noch ein Informationsblatt geben. Gut, dann machen wir jetzt inhaltlich weiter. So, wir haben begonnen mit einem neuen Thema, wo ich jetzt bei dem Beispiel, was wir uns letztes Mal kurz angeschaut haben, nur noch diese eine Folie nochmal aufrufen möchte und ansonsten dann weitergehen möchte. Was ist die Idee? Wir haben eine ganze Reihe von Informationen zu speichern, ähnlich wie in einem Wörterbuch, einen Schlüsselwert und eine dazugehörige Information. In diesem Beispiel sind die Schlüsselwerte englische Begriffe und zugehörige Informationen sind jeweils eine deutsche Übersetzung. Und die wollen wir so verteilen, die wollen wir so speichern in einer Datenstruktur, dass erstens mal das Einfügen recht zügig geht mit wenig Zeitaufwand, aber vor allem dann
das Zurückholen der Information. Also ich gebe den Schlüsselwert ein und bekomme diese Information. Ja, in einem Wörterbuch, ich gebe den Begriff ein, das Wort ein und bekomme die zugehörige Erläuterung dieses Wortes zurück und oder die Information, dass dieses Wort, was ich gesucht habe, nicht in dem Wörterbuch drin ist, dass das möglichst schnell geht. Wir haben zwei Phasen. Wir haben eine Initialisierungsphase, eine Setup-Phase, wo wir die ganzen Informationen, also die alten Schlüsselwörter mit ihren Informationen in die Datenstruktur reinspeichern. Wenn das ein bisschen länger dauert, würde uns das nicht weiter stören. Aber dann soll ja dieses Wörterbuch, diese Datenstruktur jederzeit zur Verfügung stehen, um beliebig häufig, beliebig viele über eine Anfragen dieser Art über einen längeren Zeitraum hinweg bedienen zu können. Ja? Also vielleicht gibt es bei so einem Wörterbuch ein Update alle halbe Jahre, dann muss man halt alle halbe Jahre wieder alles, was es da an Schlüsselwerten gibt, reinspeichern, aber dann ein halbes Jahr lang wird nur lesend darauf zugegriffen. Und das wollen wir möglichst effizient haben. Und das, was wir hier betrachten, ist die Standarddatenstruktur schlechthin dafür. Wie funktioniert die? Wir speichern das Ganze in einem Array und ich hatte beim letzten Mal schon gesagt, es ist sehr, sehr sinnvoll, das Array möglichst groß, viel zu groß zu dimensionieren. Wir werden das gleich auch nochmal sehen. Aber es ist ja eigentlich intuitiv klar, je größer der Bereich ist, der Indexbereich ist, über den wir die ganzen Daten verstreuen können, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit für solche Kollisionen wie hier. Erster Versuch, erster berechneter Index durch so eine Blackbox, durch so eine erste Funktion, liefert eine Kollision. An dieser Stelle haben wir schon was eingefügt. Zweiter Versuch versuchen wir wieder einen neuen Index zu berechnen und wenn dort wieder was schon eingefügt ist, müssen wir einen dritten Versuch irgendwo anders starten und so weiter und so fort, bis wir eine freie Stelle zum Einfügen haben. Und beim Suchen hinterher, also das, was wirklich schnell gehen muss, da folgen wir demselben Muster. Wir verwenden die erste Funktion, um den ersten Index zu berechnen, wo dieser Schlüsselwert mit seiner zugehörigen Information stehen könnte. Wenn dort was anderes steht, wissen wir, beim Einfügen hat es eine Kollision gegeben. Also nehmen wir dann den zweiten Index, gucken nach, ob da der gesuchte Schlüsselwert ist. Wenn ja, geben wir die entsprechende Information zurück und sind fertig. Wenn nein, dritte Index und so weiter und so fort. Oder wir kommen irgendwo in dieser Abfolge der Indizes auf eine leere Array-Komponente, wo noch nichts gespeichert ist. Dann wissen wir, dass wir ebenfalls abbrechen können. Dann wissen wir nämlich, wenn dieser Schlüsselwert irgendwo in dieser Hash-Tabelle gespeichert ist, dann müsste es an dieser Stelle sein, aber diese Stelle ist frei. Dort ist nicht gespeichert, also kann der Schlüsselwert nirgendwo in der Hash-Tabelle gespeichert sein. Und das ist das Prinzip. Und wir müssen zwei Dinge tun, um dafür zu sorgen, dass es möglichst wenige Kollisionen gibt bei der Suche nach einem Schlüsselwert. Im Durchschnitt vielleicht möglichst wenige Kollisionen gibt. Das eine ist, wie gesagt, das Array möglichst groß zu dimensionieren. Wenn Sie 60.000 Schlüsselwerte zu speichern haben, dann macht es sicherlich einen Unterschied, ob Sie sich ein Array der Größe 600.000, zehnfache Größe, dann gönnen, wo Sie die Schlüsselwerte verteilen, oder ob Sie knickrig sind und wirklich nur 60.000 Array-Komponenten für die 60.000 Schlüsselwerte dann spendieren oder vielleicht 70.000, wenn Sie sich leisten können, für die 60.000 Schlüsselwerte 6 Millionen, ein Array der Länge 6 Millionen einzurichten, noch besser. Das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich, wie müssen diese Funktionen aussehen, damit wir unser Ziel erreichen, damit wir möglichst wenige Kollisionen haben im Durchschnitt, wenn wir auf die einzelnen Schlüsselwerte zugreifen. Idealerweise natürlich gar keine Kollision, das heißt, beim allerersten Versuch
Beim allerersten Index, den wir uns anschauen, haben wir schon den Schlüsselwert gefunden oder eine leere Komponente, die uns sagt, dass der Schlüsselwert nicht gespeichert ist. So, und das sehen wir uns heute an. Das ist gar nicht so schwer, sowas vernünftig zu implementieren. Also, was können denn Schlüsselwerte überhaupt so sein? Beim Wörterbuchbeispiel wären das Strings, kommen wir gleich dazu, Zeichenketten über einen beliebigen Alphabet. Oft genug sind es nicht negative ganze Zahlen, zum Beispiel die Matrikelnummer. Ihre Matrikelnummer ist der Schlüsselwert und Ihre Stammdaten sind die dazugehörige Information. Das heißt, ich kann die Anfrage an die Datenbank stellen, gib mir die Studierendenstammdaten zu dem und dem, zu der und der Matrikelnummer und dann bekomme ich die, wenn diese Matrikelnummer wirklich momentan zu jemandem gehört, der hier studiert, oder Kontonummer ist ein anderes Beispiel für eine. Naja gut, also damit meine ich jetzt natürlich nicht die IBAN, sondern die interne Kontonummer innerhalb einer Bank ist ein typisches Beispiel. Und das ist eigentlich ganz einfach, wie man das macht. Nämlich, Sie nehmen sich den Schlüsselwert her, nicht negative ganze Zahl, multiplizieren diesen Schlüsselwert mit einer größeren positiven Zahl, die Sie sich vorher zurechtgelegt haben, die also immer dieselbe, der Einfachheit halber ist, egal wie der Schlüsselwert aussieht. Und dann müssen Sie noch dafür sorgen, dass am Ende ein Index herauskommt. Ein Index des Arrays. Das Array hat Größe n max. Und wie kriegen Sie, wenn Sie jetzt ein Array haben von 0 bis n max minus 1, wie kriegen Sie eine Zahl hin, die im Indexbereich 0 bis n max minus 1 ist, indem Sie die Zahl, die Sie hier ausgerechnet haben, als Produkt einfach modulo nehmen. Division mit Rest. Und der Rest ist natürlich eine Zahl, die zwischen 0 und n max minus 1 jeweils einschließlich ist. Strings kann man in ähnlicher Form dann machen. Achso, vielleicht noch ganz kurz schon mal vorneweg. Wie wähle ich denn diese größere positive Zahl? Es hat sich sowohl in der Praxis herausgestellt, als auch durch mathematische Überlegungen, dass es sinnvoll ist, hier Primzahlen zu verwenden. Je weniger Teiler eine solche Zahl hat, umso besser ist die Verstreuung, die sich durch so eine Formel ergibt. Also umso mehr werden die Schlüsselwerte zerhackt, ja, Hash-Tabelle, to hash heißt unter anderem zerhacken, umso besser werden die Schlüsselwerte zerhackt und zu einem Index neu aufgebaut, umso ähnlicher sieht das einer Zufallsverteilung aus, einer zufälligen Streuung, wo es nirgendwo Spitzenlasten gibt, wo es viele Kollisionen geben könnte. Je mehr das wie zufällig verstreut ist, umso weniger Kollisionen gibt es, kann man sich ja vorstellen. Und genauso hier würde sich anbieten, verschiedene Primzahlen herzunehmen und jedes einzelne Zeichen des Strings als eine ganze Zahl, nicht negative ganze Zahl herzunehmen, mit einer entsprechenden Primzahl zu multiplizieren und das Ganze aufzusummieren und am Ende wieder einen Index darauf zu machen, indem Sie modulo rechnen. Sie müssen jetzt nicht, wenn Sie nicht vorher wissen, wie lang die Strings werden können, müssen Sie jetzt nicht beliebig viele Primzahlen vorrätig halten. Man kann das auch beispielsweise so machen, 10 Primzahlen oder so etwas und dann immer der Reihe nach fürs erste Zeichen Primzahl 1 zur Multiplikation, fürs zweite Primzahl 2 und so weiter und fürs 11. Zeichen dann wieder Primzahl 1 und so weiter. Das funktioniert in der Praxis auch schon entsprechend gut. Die Primzahlen sollten auch vielleicht deutlich unterschiedlich sein, dann ergibt sich da eine gute Streuung. Das ist es eigentlich für diese beiden Beispiele, für diese beiden wichtigsten Beispiele schon, nicht negative ganze Zahlen und Strings.
Natürlich kann man jetzt noch beliebig andere Arten von Schlüsselwerten dann jeweils hier diskutieren, aber das Grundprinzip sollte klar geworden sein und es ist jetzt überhaupt kein Problem mehr für Sie, wenn Sie das verstanden haben, diese Grundkonzepte dann auch entsprechend andere Arten von Schlüsselwerten jeweils anzuwenden oder in der Literatur nachzuschauen oder meinetwegen auf Wikipedia oder sonst wo im Internet, was man jetzt nun für anders strukturierte Schlüsselwerte, die komplexer sind als Strings beispielsweise, was man da machen könnte. So, jetzt haben wir natürlich noch ein Problem dabei. Wenn Sie sich vorstellen, wir haben hier sowas wie Kontonummern als Schlüsselwerte oder Matrikelnummern und hier große Primzahlen, dann ist sogar schon hier in dem Fall, erst recht natürlich in dem Fall, wo wir noch aufsummieren, ganz, ganz schnell zappenduster mit dem Datentyp. Wir wollen natürlich nicht mit dem Datentyp Integer, Java Util, Integer, Util oder Java Lang? Java Lang, nee, Big Integer heißt es, ne? Java Lang Big Integer oder Java Util Big Integer, weiß ich jetzt nicht genau. Wir wollen nicht mit solchen laufzeitfressenden Klassen herumhantieren, um beliebig große ganze Zahlen darstellen zu können, sondern wir wollen ja gerade gute Laufzeiten haben. Wir wollen das Ganze in einem der eingebauten Datentypen machen und kommen da selbst bei Long als dem größten eingebauten Datentyp natürlich sehr schnell an Grenzen. Zumindest wenn wir mit Strings hantieren, kommen wir da sicherlich sehr schnell an Grenzen. 2 hoch 63 ist ja sowas wie 10 hoch 20, nicht? Also plus minus so ein paar Zähler im Exponenten. Insofern kommen wir da auf jeden Fall an Grenzen. In Java könnte es einem theoretisch egal sein, weil Sie ja wissen, bei Overflow fängt es wieder unten im Negativen an zu zählen. Das ist aber nicht in jeder Programmiersprache so. Bei Programmiersprachen wie C und C++ beispielsweise haben Sie bei einem Overflow undefiniertes Verhalten. Und das will man natürlich nicht haben. Also wir müssen was mit dem Overflow tun. Bitte? Sie wollen das verhindern, indem Sie was? Entschuldigung? Ja, wenn Sie Modulrechnung machen. Ich weiß nicht, ob es das ist, was ich hier geschrieben habe oder ob Sie was anderes meinen. Ja, genau das wollte ich jetzt gerade auch vorschlagen, dass wir zwischendurch immer mal Modulo rechnen. Auch hier bietet es sich aus denselben Gründen wieder an, Primzahlen zu nehmen. Und wenn wir das so machen, dass die Primzahl, die wir wählen, also wenn Sie wieder an siebenstellige Matrikelnummern denken, wenn die Primzahl so gewählt ist, das ist ein schlechtes Beispiel. Also wenn Sie bei Strings jetzt wieder daran denken, mit 16, was hat in Java ein String? 16-Bit, ne? Unicode. Dass Sie die Primzahl so wählen, dass dann immer sämtliche Zwischenergebnisse unter dem Overflow bleiben, dann ist das Problem dann auf diese Art und Weise gelöst. Also das ist im Prinzip das Grundkonzept, das kann man natürlich jetzt beliebig ausgestalten, beliebig raffiniert machen, aber hier geht es ja in dieser Vorlesung nur um die Grundkonzepte. Ich hatte ja schon beim letzten Mal gesagt, über Hash-Tabellen könnte man alleine eine Vorlesung machen, die den Umfang der ganzen AOD hat. Das macht aber hier sicherlich im Pflichtbereich überhaupt keinen Sinn. So viel an dieser Stelle. Jetzt haben wir natürlich noch den Punkt, wie kriegen wir jetzt eine Folge von solchen Hash-Funktionen her? Also, wenn ich einen Schlüsselwert einspeichern will oder suchen will hinterher,
dann berechne ich erstmal mit so einer Hash-Funktion einen ersten Index. Jetzt muss ich mir überlegen, wie kriege ich dann, wenn an diesem Index der Schlüssel kein Platz ist, um ihn einzufügen, oder beim Suchen, wenn an dieser Stelle ein anderer Schlüsselwert schon gespeichert ist, wie kriege ich dann den zweiten Index und den dritten Index und so weiter. Was wir im Beispiel gesehen haben, war das, was Sie hier auf dieser Folie sehen, die einfachstmögliche Form Linear Probing, nämlich wenn der erste Index, den wir mit so einer Hash-Funktion berechnen, besetzt ist beim Einfügen, dann gehen wir eben eins weiter nach rechts, probieren es bei dem, gehen nochmal eins, wenn dort wieder kein Platz ist, gehen noch eins weiter nach rechts, probieren es bei dem und so weiter und so fort. Und wenn wir am Ende sind, gehen wir wieder an den Anfang zurück, sozusagen zyklisch. Und das kann man so fassen, die ITHASH-Funktion für den Schlüsselwert, den wir jetzt einspeichern oder später suchen wollen, bei dieser Arraygröße ist die erste Hash-Funktion, ja, das 1 hier, erste Hash-Funktion, also das, was Sie eben gesehen haben auf dem letzten Foliensatz, plus einfach, ja, beim ersten Mal plus gar nichts, beim zweiten Mal plus 1, beim dritten Mal plus 2 und so weiter, also plus i minus 1. Und dieses, wenn wir am Ende angekommen sind, machen wir vorne weiter, ist natürlich wieder durch Modulo-Rechnung erreichbar, indem Sie hier über das Gesamtergebnis Modulo rechnen, dann wird nmax automatisch zu 0. Sie können das natürlich im Code auch anders schreiben, dass Sie nicht Modulo nmax nehmen, sondern einfach als if-Abfrage, falls das Ergebnis gleich nmax ist, setze Ergebnis auf 0, ansonsten bleibt das Ergebnis so, wie es ist. Dann haben Sie sich die doch etwas teurere, so teuer jetzt auch nicht, dann haben Sie sich die Evaluation des Modulo gespart. Könnte aber sein, dass Modulo-Berechnung sogar schneller ist als diese if-Abfrage bei heutigen Computern. Gut. Ist nicht so besonders schlau, wenn Sie sich das vorstellen. Wir haben in dem Beispiel schon gesehen, dass wir so Cluster haben, potenziell, dass wir vielleicht 5, 6, 10, 20 besetzte Plätze hintereinander haben. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, bei dem allerersten Index in diesem Cluster versuchen wir wieder was einzuspeichern, geht nicht, schon besetzt, beim nächsten schon besetzt, beim nächsten schon besetzt und so weiter und so fort, geht er durch dieses ganze Cluster durch, notwendigerweise, bis er dahinter dann wieder eine freie Stelle findet. Also das funktioniert nicht so besonders gut, dieses Linear Probing. Das haben Sie in dem Beispiel beim letzten Mal auch schon gesehen, dass sich diese Cluster bilden, die dann dafür sorgen, dass wir potenziell beim Einfügen eines neuen Elementes viele Kollisionen haben, nämlich einmal ganz durchgehen müssen, beziehungsweise was schlimmer ist, dass Sie dann beim Suchen entsprechend viele Fehlversuche haben, bis Sie das Element tatsächlich gefunden haben. Also Linear Probing ist nicht gut. Hier sehen Sie es nochmal, Sie haben hier die Zitrone schon eingefügt und wenn Sie jetzt hier wieder was einfügen wollen, dann klappt es nicht, da müssen Sie dann alles probieren. Hier finden Sie dann tatsächlich den ersten freien Platz und wenn Sie jetzt hier dann doch nochmal wieder was einfügen wollen, ja, zum Beispiel wieder dummerweise an dieser Stelle, klappt nicht, klappt nicht, klappt nicht, klappt nicht, klappt nicht, klappt nicht. Hier haben Sie jetzt noch was Neues eingeführt, klappt also auch nicht, klappt nicht, klappt nicht. Hier können Sie dann wieder was einfügen. Also diese Clusterbildung ist kontraproduktiv für unsere Zielsetzung. Das nächste Beispiel, Quadratic Probing, habe ich nur drin, weil man das typischerweise in Lehrbüchern und so weiter immer findet, ist aber nicht unbedingt empfehlenswert. Es gibt Besseres, darauf kommen wir gleich. Das ist dasselbe wie Linear Probing, nur dass wir hier ein Quadrat haben. Das heißt also, erster Versuch auf irgendeinen Index, klappt nicht. Dann eins weiter, klappt nicht. Dann
nicht wieder 1 weiter, sondern eben i minus 1 zum Quadrat, vom ersten Index aus gesehen 4 weiter, dann 9 weiter und so weiter und so fort. Hat erstmal einen gewissen Vorteil, nämlich wenn Sie jetzt sich eine Folge denken, haben wir das hier? Nee, haben wir nicht. Wenn Sie sich eine Folge denken, ist dieser Index 1 weiter, 3 weiter, 5 weiter und so weiter und so fort, immer die Quadratzahlen durch. Und auf eine dieser Quadratzahlen, auf einen dieser weiteren Indizes, versuchen Sie es dann später was einzufügen, dann werden diese beiden Folgen nicht nochmal später so ohne weiteres so schnell kollidieren. Weil die Folge fängt ja wieder damit an, 1 weiter zu gucken, dann nochmal 3 weiter zu gucken, dann 5 weiter zu gucken und so weiter und so fort. Das heißt also, wenn Sie eine Kollision haben zwischen zwei Schlüsselwerten jeweils bei Ihrem ersten Versuch, dann haben Sie Pech gehabt, dann setzen sich die Kollisionen immer weiter fort. Aber wenn Sie eine Kollision haben zwischen zwei Schlüsselwerten, wo der erste Versuch des einen schon der zweite oder dritte oder vierte Versuch des anderen ist, dann gibt es keine weiteren Kollisionen mehr zwischen den beiden. Ist also schon mal zumindest der richtige Gedanke, aber noch nicht so besonders gut ausgeführt bei Quadratic Programming. Und was man auch leider sich an Beispielen klar machen kann, ist, bei Linear Probing gehen Sie alle Indizes im Array durch, dadurch, dass Sie hinten, wenn Sie hinten aufhören, dass Sie vorne wieder anfangen, Sie gehen alle Indizes durch. Sie erwischen jeden, wenn da noch irgendwo eine freie Array-Komponente ist, erwischen Sie die. Sie können sich an Beispielen überlegen, dass das bei Quadratic Probing nicht der Fall ist. Man kann mathematisch beweisen, dass mindestens die Hälfte aller Indizes im Array erwischt wird, aber das macht die Sache jetzt auch noch nicht so gut. Gut, also wie gesagt, das jetzt nur als etwas, was immer genannt wird, was schon mal die erste Idee bietet, wohin wir jetzt konkret denken sollten. Bitte? Wenn Sie einen Key... Okay, also wenn Sie jetzt bei Quadratic Probing das Pech haben, dass sämtliche Indizes vom Array, die durchlaufen werden, schon besetzt sind, dann haben Sie Pech gehabt. Also Quadratic Probing ist nicht die Methode der Wahl. Ist halt, wie gesagt, hier nicht unbedingt als Positivbeispiel genannt. So, was aber dann tatsächlich funktioniert und auch besser funktioniert... Was ist das jetzt für ein Geräusch? Ist das der Beamer, der jetzt da Geräusche macht? Oder die Lampen? Na gut. Also wir sind ja hier schon abgehärtet, ne? Was die Saaltechnik angeht. Ich habe gerade eben noch mal mit einem Mitarbeiter von der Multimedia AG gesprochen. Die haben keine Ahnung bisher, woran es liegt, aber Sie monitoren jetzt diese Vorlesung, also die Saaltechnik während dieser Vorlesung. Das heißt, eigentlich wäre es schön, wenn es jetzt mal ein bisschen Flackerei gäbe, sozusagen, um zu sehen, um vielleicht nachvollziehen zu können, wo die Problematik drin ist. Aber wenn ich das richtig sehe, hat bis jetzt noch nichts geflackert, oder? Also heute funktioniert es wieder gut. Dumm gelaufen. So, doppeltes Hashing. Das ist noch nicht der Weisheit allerletzter Schluss, aber zumindest kurz davor, vorletzter Schluss der Weisheit. Die ITE-Hash-Funktion für, wenn ich da diesen Schlüsselwert reinstecke und diese Array-Größe verwende, dann ist das die... Dann ist das eine Hash-Funktion und die andere Hash-Funktion. Was hier passiert, ist Folgendes. Sie variieren jetzt im Gegensatz zum Linear Probing,
variieren Sie jetzt die individuell für die einzelnen Schlüsselwerte die Schrittweite bei den nächsten Versuchen. Bei Linear Probing war es so, dass die Schrittweite immer 1 ist. Ne? Immer das nächste, den nächsten Array-Index. Bei Quadratic Probing war es so, dass die Schrittweite mit jedem Versuch sich geändert hat. Hier ist es jetzt so, dass die Schrittweite bei jedem Versuch dieselbe ist, aber individuell für jeden einzelnen Key, für jeden einzelnen Schlüsselwert eine andere Schrittweite. Das ist hier, für diesen Schlüsselwert bekomme ich das als Schrittweite hin und mit der Anzahl der Versuche multipliziert ergibt das dann eben den entsprechenden Index. Sodass ich also, wenn ich dummerweise für zwei Schlüsselwerte denselben Index als ersten probiere, dann gibt es hier eine Kollision. Aber dadurch, dass höchstwahrscheinlich die Schrittweiten dieser beiden Schlüsselwerte unterschiedlich ist, gibt es dann erst einmal bis auf Weiteres keine weiteren Kollisionen zwischen diesen beiden Schlüsselwerten. Bitte? Key 6, Entschuldigung, was ist mit Key 6 und Modulo 12? Ihr Keyword ist 6 und die Array-Größe ist 12. Ja gut, aber Sie multiplizieren ja erst mit einer großen Primzahl. Ja, wenn Sie die nicht haben, dann haben Sie 6 Modulo 12, ergibt 6. Wenn Sie auch da, F2 muss ja nicht auch wieder 6 ergeben. Wieso? Ich habe ja nicht gesagt, was F1 und F2 sein sollen. Das sind zwei beliebige Funktionen, die für einen Schlüsselwert eben zwei verschiedene Zahlen liefern. Und abhängig von dem jeweiligen Schlüsselwert, bitte? In der ersten Form noch nicht. Also eigentlich könnte man das I an dieser Stelle streichen. Ich nehme an, das ist der Punkt, warum Sie da gefragt haben. Das ist erst dann, war jetzt was passiert? Ich sehe das nur immer im Display. Aha. Ich sehe das jetzt nur immer im Display, wenn sich da nichts mehr spiegelt, dass es da offensichtlich Aussetzer gab. Das ist jetzt dieses hier, dass Sie für jedes I eine eigene Hash-Funktion haben. Damit haben Sie beides dann. Ich denke, da zielt dann letztendlich Ihre Frage hin. Bei Quadratic Probing hatten wir, dass die Schrittweite für jeden Schlüsselwert derselbe ist, aber für jeden Versuch eine andere Schrittweite ist. Bei dem, was wir eben gesehen haben, bei Double Hashing, hatten wir, dass die Schrittweise für einen Schlüsselwert immer dieselbe ist, aber für jeden Schlüsselwert potenziell eine andere. Hier haben wir jetzt beides. Wir haben für jedes I eine Hash-Funktion, wo wir jeweils abhängig von dem I und von dem Schlüsselwert jeweils einen anderen Wert rauskriegen. Das kann man natürlich beliebig kompliziert machen, ist aber nicht unbedingt notwendig. Man kann sich das Leben schon ein bisschen einfach machen, indem wir beispielsweise für die verschiedenen I's dann unterschiedliche Primzahlen verwenden, um jeweils dann den Index zu berechnen. Gut. Also Sie sehen eigentlich ein ganz einfaches Prinzip und auch einfach zu implementieren, trotzdem mit durchschlagender Wirkung in der Praxis. Es gibt nichts, was dem auch nur annähernd entgegenkommt. Sie können es natürlich zum Beispiel auch in Baumstrukturen speichern, da kriegen Sie noch den logarithmischen Faktor dann dazu, den Sie automatisch bei Baumstrukturen immer haben. Gut, weitere Fragen an dieser Stelle? So, ich hatte eben gesagt, leicht zu implementieren. Sie können das zum Beispiel so machen, dass Sie eine Klasse erst einmal basteln für Elemente der Hash-Tabelle, wo zu jedem einzelnen Element
also der Schlüsselwert selber und die zugehörige Information gespeichert ist, mit einem Konstruktor, der Ihnen hier jeweils den Schlüsselwert und die dazugehörige Information setzt. Das ist eine interne Datenstruktur, die außerhalb der Hash-Tabellenklasse gar nicht sichtbar sein soll. Also spricht nicht unbedingt etwas dagegen, dass wir die beiden Attribute eines solchen Hash-Tabellenelements public setzen, sodass wir dann keine weiteren Getter- und Setter-Methoden, keine weiteren Zugriffsmethoden unbedingt brauchen. Konstruktor bräuchten wir jetzt auch nicht, macht die Sache aber einfacher. So, und dann könnte man so eine Klasse HashMap, Map, finden Sie in der Java Standardbibliothek, in Java Util, das Grundkonzept, dass Sie solche paarweise konstruierte Informationen verwalten wollen mit einem Schlüsselwert und einer dazugehörigen Information. Ich denke, der Hintergrund, warum das Map heißt, also Map heißt nicht nur Karte, Landkarte, sondern heißt auch beispielsweise mathematische Funktion, Map oder Mapping. Ich denke, das ist der Hintergrund, warum man solche Datenstrukturen Maps nennt. Und dann haben Sie hier die Hash-Tabelle selber. Sie haben hier die Anzahl der momentan in der Hash-Tabelle gespeicherten Werte und Sie haben noch irgendwas, mit dem Sie Test auf Gleichheit oder Ungleichheit machen wollen. Test auf Gleichheit oder Ungleichheit hier hinkriegen wollen. Comparator ist wahrscheinlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen, geht auch einfacher als mit dem Comparator, weil Sie ja nicht kleiner und größer vergleichen wollen, sondern nur Gleichheit oder Ungleichheit. Habe ich jetzt hier verwendet, weil es ja sonst in der Vorlesung auch häufig vorkommt. Und im Konstruktor geben Sie an, wie groß die Array-Komponente ist hier, wie groß das Array werden soll. Hier war ich ein bisschen faul an dieser Stelle, muss ich gleich dazu sagen. Was ich ja gesagt hatte, war, dass das Array größer dimensioniert sein sollte als die Anzahl der Schlüsselwerte, die wir daran speichern wollen. Aber natürlich soll der Benutzer typischerweise nicht angeben müssen, wie groß das Array intern gebaut werden soll. Das ist ja ein Implementationsdetail dieser Klasse, sondern der Benutzer soll eigentlich nur angeben müssen, wie viele Schlüsselwerte er in diesem Array, in dieser Hash-Tabelle speichern will. Gut, man kann jetzt wieder sagen, vielleicht weiß der Benutzer besser als der Implementierer dieser Hash-Tabellenklasse, vielleicht weiß der Benutzer besser, wie viel Platz zur Verfügung gestellt werden kann für die Hash-Tabelle, dann ist die Implementation, wie ich sie hier geschrieben habe, sinnvoll, dass der Benutzer angibt, wie groß das Array werden soll, eben deutlich größer nach Möglichkeit als die Anzahl der Schlüsselwerte. Ansonsten, wenn wir sie so implementieren würden, benutzerfreundlich, dass der Benutzer nur angibt, wie viele Schlüsselwerte er einspeichern will, dann würden Sie hier natürlich entsprechend dieses Nmax, was der Nutzer eingegeben hat, mit einem Faktor multiplizieren, um die Array-Größe hinzubekommen, um eine vernünftige Array-Größe hinzubekommen. Das sind die zwei verschiedenen Möglichkeiten, dem Benutzer zu überlassen, wie groß das Array ist, oder dass der Benutzer nur sagt, wie viele Schlüsselwerte drin gespeichert werden sollen und Sie müssten dann selber berechnen, wie groß das Array werden soll. So. Einfügen ist jetzt eine einfache Schleife, potenziell Endlosschleife. Also ich weiß nicht, ob Ihnen das vertraut ist, aber Sie können auch eine Vorschleife zu einer Endlosschleife machen, indem Sie die Fortsetzungsbedingung leer lassen. Das ist dann gleichbedeutend mit True. Und Sie berechnen jeweils den Index mit der Hash-Funktion, der jetzt als nächstes besucht werden soll
Und wenn Sie beim Einfügen auf eine Stelle treffen, auf einen Index treffen, der noch nicht belegt ist, dann belegen Sie den. Dann belegen Sie den einfach und sind fertig. Einfach Return. Ich habe hier eine Spezifikation zugrunde gelegt, die Sie häufig in der Java Standardbibliothek finden, dass nicht einfach Return zurückgeliefert wird, sondern es könnte ja sein, auch beim Einfügen, dass der Schlüsselwert schon drin ist, dass das Schlüsselwort schon gespeichert ist. In solchen Fällen finden Sie häufig, meines Erachtens sinnvoll, die Logik, dass dann, wenn dieser Schlüsselwert schon drin ist, schon drin gespeichert war, dass dann die alte Information, die da drin hing, die jetzt überschrieben wird, dass die gerettet wird und dann zurückgeliefert wird. In dem Fall nicht, weil wir ja auf eine leere Komponente gestoßen sind. Eher dann in der anderen Variante, falls Sie diesen Schlüsselwert, den Sie einfügen wollen, schon im Array an einem der Indizes, die Sie durchlaufen, gefunden haben, speichern Sie sich erst einmal die dazugehörige Information, um sie hinterher dann zurückliefern zu können. Und dazwischen überschreiben Sie dann diese Information mit der neuen Information. Schlüsselwert brauchen Sie natürlich nicht zu ändern, ist ja derselbe. Das ist schon das ganze Einfügen, natürlich bis auf diese Hash-Funktion, die hier generisch gehalten wurde, die hier offen gehalten wurde, die Sie halt irgendwie nach dem, was Sie jetzt in dem Foliensatz gesehen haben, dann implementieren können oder nach dem, was Sie in der Literatur finden. So. Finden ist dann im Prinzip mehr oder weniger dasselbe. Sie gehen wieder alle Indizes durch, berechnen wieder dieselbe Abfolge von Indizes mit derselben Hash-Funktion und gucken jedes Mal, wenn Sie an dieser Stelle den Schlüsselwert gefunden haben, okay, hätte ich jetzt mit dem Comparator machen müssen, habe ich jetzt falsch gemacht, aber ich denke, die Logik ist klar. Wenn Sie den Key gefunden haben, dann erfüllen Sie die Aufgabe eines Wörterbuches, liefern die zugehörige Information zurück. Und wenn Sie auf eine freie Stelle gekommen sind, dann wissen Sie, wenn der Schlüsselwert mit zugehöriger Information in dieser Hash-Tabelle wäre, irgendwo, dann wäre er an dieser Stelle. Denn das ist die erste, oder vielleicht sogar früher schon in der Abfolge der Indizes, aber dort haben Sie ihn ja auch nicht gefunden. Also in dem Fall wissen Sie, dass Sie dieses Element, dass dieser Schlüsselwert nicht gespeichert ist, was Sie zum Beispiel ausdrücken können, gemäß Spezifikation, gemäß typischer Spezifikation für solche Methoden, dass Sie da null zurückliefern. Und das ist auch hier für Find schon die ganze Implementation. Alles, was ich hier erzählt habe, kondensiert sich im Grunde in diesen paar Folien, in diesen paar Zeilen Code plus der Implementation der Hash-Funktion. Also wirklich eine dankbare Implementationsaufgabe. Gibt aber schon mehr als genug Implementationen von Hash-Funktionen, sodass Sie das nicht brauchen. So, jetzt kommen wir zum schwierigen Teil des Themas Hash-Tabellen, Hash-Funktionen. Zur Komplexität. Ist das eine Frage? Eine Abbruchbedingung für den Fall, dass die Hash-Tabelle voll ist, damit es nicht in eine Endlosschleife kommt. Naja, wenn die Hash-Tabelle voll ist und Sie fügen was ein, dann haben Sie irgendwo anders was falsch gemacht. Weil, also Sie sollten natürlich durch eine Exception oder sonst wie Art von Fehlermeldung verhindern, dass in eine schon volle Hash-Tabelle noch was eingefügt wird. Beziehungsweise, wir gehen ja sowieso von dem Geschäftsprinzip aus, dass wir mehr Platz zur Verfügung haben, als wir eigentlich brauchen. Also dieser Fall sollte, wenn dieser Fall auftritt, haben Sie an anderer Stelle was falsch gemacht, nicht dort auf diesen Folien. Gut, Komplexität. Das ist ein sehr merkwürdiges, interessantes Thema, was meines Erachtens in Lehrbüchern
nicht so richtig klar aufgearbeitet ist, also in Lehrbüchern, die ich kenne, nicht so richtig klar aufgearbeitet ist, wie ich es hier versucht habe, die Essenz des Ganzen wirklich rüberzubringen. So, erst einmal eine traurige Botschaft. Im Worst Case, wenn alles schlecht läuft, wenn alles gegen sie ist, dann werden sie beim Suchen eines Elementes oder beim Einfügen eines Elementes tatsächlich so viel Zeit brauchen, wie sie Schlüsselwerte drin haben oder wie das Array groß ist oder was auch immer. Also im schlimmsten Fall haben Sie was Schlechteres gebastelt als mit einem normalen Abspeichern in einem Array, wo Sie dann linear durchgehen. Also, nichts weiter zu kommentieren. Und die Frage ist, ist das jetzt die ganze Wahrheit oder gibt es da noch Aspekte der Wahrheit? Muss ja, wenn ich sage, dass das die Standarddatenstruktur für das Wörterbuchproblem ist, egal ob es um Studierendenstammdaten, Kontoführung oder sonst was geht oder auch um echte Wörterbücher, dann muss da ja noch irgendwas dabei sein. Und ja, ich glaube, das ist das einzige Mal in dieser Vorlesung, dass ich da mich eindeutig dazu festlege, mich nicht eindeutig festzulegen. Und was heißt das? Wir werden keine echte Komplexitätsbetrachtung für eine echte Implementation von Hash-Tabellen, von Hash-Funktionen hinbekommen, sondern wir werden eine näherungsweise Komplexitätsberechnung machen. Näherungsweise in einer Art und Weise, die wir leider auch nicht wirklich unter Kontrolle haben, die aber in der Realität, in der Praxis durchaus gerechtfertigt ist durch Beobachtungen mit Computerstudien, die Sie auch selber sich anschauen können, falls Sie sowas mal implementieren wollen. So, tja, okay, ich weiß nicht, wie viel Bier ich getrunken hatte, als ich dann diese Zeile geschrieben habe. Also Sie kennen das Pippi-Langstrumpf-Prinzip, nicht? Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Wenn die Welt nicht so ist, wie ich sie eigentlich haben möchte, dann muss ich da halt ein bisschen dran drehen. So, vielleicht gehen wir nochmal einen Sprung erst hin. Was sind die beiden Annahmen? Diese beiden Annahmen stimmen nicht. Sie sind falsch. Sie sind platt gelogen. Aber wenn wir so vorgehen, wie ich das hier empfohlen habe, mit Primzahlen, auch die Array-Länge eine Primzahl ist, dann kommen diese Annahmen in der Praxis schon ungefähr hin. Dann ist das, was Sie beobachten, wenn Sie Computerstudien mit so einer Hash-Tabelle machen, schon so, als ob diese Annahmen stimmen würden. Sie stimmen natürlich nicht. Dass das Zufallsgrößen ist, stimmt nicht. Wir würfeln nicht. Wir werfen keinen Zufallsgenerator an, sondern es ist voll und ganz deterministisch. Sowohl beim Einfügen wie auch dann beim Finden. Logischerweise, wenn wir da Zufall einbauen würden, dann würden wir ein Element, was wir mal eingefügt haben, mit Zufallsindizes ja nie wieder mit anderen Zufallsindizes wiederfinden. Also es muss deterministisch sein, sonst funktioniert das Ganze nicht. Aber wenn Sie vernünftig die Hash-Funktion implementieren, dann sieht das Ergebnis so aus, als ob diese Werte eine gleichverteilte Zufallsgröße sind. Ja, das ist so ähnlich wie mit Zufallsgeneratoren allgemein. Die typischen gängigen Zufallsgeneratoren sind voll und ganz deterministisch. Da ist kein Zufall drin irgendwie eingebaut, sondern es ist einfach eine lange Folge von Zahlen, die nach einem komplizierten Prinzip auch wieder mit Primzahlen nacheinander generiert werden und die so aussehen, als ob es wirklich eine Zufallsgröße wäre. Ja, wenn Sie zweimal mit demselben Anfang so einen Zufallsgenerator mit derselben Seed
einen Zufallsgenerator initialisieren, dann sehen Sie, dass zweimal hintereinander dieselbe Abfolge von Zahlen passiert. Aber es sieht so aus, als ob das wirklich Zufallsgrößen wären. Können Sie im Normalfall nicht unterscheiden. Wobei ich noch dazu sagen muss, die gängigen Zufallsgeneratoren, wie Sie beispielsweise in der Java-Standardbibliothek haben, sind nicht für alle Zwecke ausreichend nah am Zufall dran. Es gibt diverse Zwecke, wo Sie knifflige statistische Untersuchungen durchführen wollen, dann reichen Ihnen diese Zufallsgeneratoren noch nicht aus. Dann brauchen Sie bessere Zufallsgeneratoren, vielleicht sogar welche, die wirklich Zufall, radioaktiver Zerfall oder ähnliche Sachen dann mit einbauen. Bitte? Ein Zufallsgenerator als Hash-Funktion könnte man hernehmen. Ich denke, das Bildungsprinzip ist nicht ganz unterschiedlich. Ja, ja. Also letztendlich ist es dieselbe Aufgabe zweimal. Einmal für den einen Zweck Zufallszahlen zu generieren oder Pseudo-Zufallszahlen eben zu generieren und das andere Mal eben Indizes in einer Hash-Tabelle. Und das zweite ist, dass diese Zufallsgrößen, die Sie ja gar keine Zufallsgrößen sind, sondern Pseudo-Zufallszahlen, dass die so aussehen, als ob sie auch noch unabhängig voneinander wären. Sie wissen, was stochastische Unabhängigkeit heißt, vielleicht aus der Schule, weiß ich nicht. Wenn Sie zwei Würfel würfeln, dann sind deren Ergebnisse, deren Punktzahlen unabhängig. Weil die Prozesse unabhängig sind. Wenn Sie hingegen beispielsweise Verspätungen bei der Deutschen Bahn betrachten, die sind nicht stochastisch unabhängig. Zum Beispiel, wenn ein Zug auf den anderen wartet wegen Anschlussaufnahme oder zwei Züge auf demselben Bahngleis hintereinander. Wenn der erste Verspätung hat, hat er auch potenziell mit größerer Wahrscheinlichkeit der zweite Verspätung, weil er ja nicht an dem ersten vorbei kann und so weiter und so fort. Das ist ein Beispiel für Zufallsgrößen, die nicht unabhängig sind. So. Warum interessiert das? Was soll das Ganze, dass ich jetzt mal behaupte, in den Raum stelle und das, was Sie mir bitte schön zu glauben haben oder selber nachprüfen können durch Implementation von Hash-Tabellen und Computerstudien, was hat es damit auf sich, dass eine gut implementierte Hash-Funktion, gut gewählte Hash-Funktion so aussehen, als ob sie diese beiden Annahmen erfüllen würden? Jetzt können wir mit einfachen mathematischen Operationen die Komplexität eingrenzen. Wenn ich jetzt den allerersten Index versuche, dann habe ich n Werte drin gespeichert. Und n max ist die Größe des Arrays. Wenn das beliebig zufällig uniform verteilt ist über das Array, dann heißt das mit einer Wahrscheinlichkeit von n über n max, nee, nicht über, n durch n max, habe ich einen Treffer gelandet auf einem der schon besetzten Array-Komponenten. Und wenn ich hier einen nicht vorhandenen Schlüsselwert suche, dann heißt das, wenn ich einen Treffer gelandet habe, wenn dieser Index schon besetzt ist, dass er mit einem falschen Schlüsselwert besetzt ist, dass es dann also eine weitere Suche geben muss. Und da kommt dann das Bildungsprinzip ins Spiel. Stochastisch unabhängig hat eine ganz einfache Konsequenz mathematisch gesehen, nämlich, dass wir Wahrscheinlichkeiten einfach multiplizieren können. Ja, wenn Sie zwei Würfel haben, und Sie werfen die beiden, die Wahrscheinlichkeit, dass einer von den beiden eine 6 würfelt, ist 1/6, wenn der Würfel nicht gezinkt ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass beide eine 6 würfeln, ist 1/6 mal 1/6, 1/36. Bei der Bahn wieder mit Abhängigkeiten, ja, wenn Sie zwei Züge auf demselben Bahngleis haben, hintereinander, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide Züge verspätet sein werden, nicht die Wahrscheinlichkeit, dass der erste verspätet ist, multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, dass der zweite verspätet ist, weil die beiden Zufallsgrößen nicht unabhängig voneinander sind.
Und das können Sie fortsetzen, sodass Sie also K-Fehlversuche haben, dass Sie jeweils auf einer besetzten Array-Komponente einen falschen Key finden, ist dann entsprechend häufig dieser Quotient. Und wenn Sie dann beim letzten Mal, hier muss unten nmax stehen, ist aber egal, wenn Sie dann beim letzten Mal hier beim K plus ersten Mal einen freien Slot finden, dann ist das die Gesamtwahrscheinlichkeit, dass Sie nach K plus 1 versuchen, einen freien Slot finden. So, jetzt können wir den Mittelwert aufstellen. Hier muss auch wieder nmax stehen, ich bitte um Entschuldigung. Der Erwartungswert. Wenn ich nach einem Schlüsselwert suche, was muss ich als Erwartungswert eben erwarten, wie viele Versuche ich im Durchschnitt brauche werde? Naja, Sie wissen, wie der Erwartungswert gebildet ist, wird die Anzahl der Versuche mal der Wahrscheinlichkeit, dass ich so und so viele Versuche brauche, eben, und das ist eben dieser Term, den wir eben rausgekriegt haben, multipliziert eben mit der Anzahl, mit dem Gewicht der Anzahl der Versuche. Und das können wir der Einfachheit halber, brauchen wir es gar nicht zu beschränken, wir können es der Einfachheit halber bis unendlich hochtreiben. Wir wollen ja nach oben abschätzen, das heißt also, wenn wir die Summe, die Reihe bis unendlich nach oben abgeschätzt haben, haben wir natürlich jede endliche Reihe, jede endliche Summation abgeschätzt. So, und dieses Bild könnte Ihnen aus der Mathematik Mathe 1 oder Mathe 2, weiß ich jetzt nicht, könnte Ihnen aus der Mathematik bekannt vorkommen, das ganze Thema Konvergenz von unendlichen Reihen. Und wenn da schon so schön ein Quotient steht, dann wissen Sie oder werden es demnächst wissen, dass das Quotientenkriterium anwendbar ist. Dieser Quotient ist kleiner 1. Also genau gesagt, kleiner gleich einem Wert, der kleiner 1 ist. Und damit konvergiert diese Reihe gegen 1. Und was heißt das ganz konkret? Das heißt, wenn die durchschnittliche Anzahl der Versuche der Kollision durch eine Konstante beschränkt ist, dann heißt es, die durchschnittliche Anzahl der Versuche ist O von 1. Sie haben im Durchschnitt eine Anzahl von Versuchen, die O von 1 ist, die konstant ist. Und da die Hash-Funktionen jetzt auch O von 1 sind, also zumindest bei einfach strukturierten Schlüsselwerten wie nicht negativen ganzen Zahlen, heißt das, die Gesamtkomplexität einfügen oder finden in einer Hash-Tabelle ist konstant. Eine konstante Komplexität. Das ist doch nicht schlecht, oder? Also besser geht es natürlich nicht. Besser als wenn Sie mit Baumstrukturen da noch den Logarithmus reinkriegen würden. Unvermeidbar. Konstant im Durchschnitt und hängt nur von dem Füllgrad ab. Was ich sagte, wenn dieser Quotient, je kleiner dieser Quotient ist, umso kleiner ist die Konstante, wie viele Kollisionen Sie im Durchschnitt haben, bis Sie auf das Element zugegriffen haben. Und das, meine Damen und Herren, ist der Grund dafür, warum Hash-Tabellen das Arbeitsfeld schlechthin sind, für jede Art von Wörterbuchproblem, für jede Art von Problemen, wo Sie einen Schlüsselwert reingeben in die Datenstruktur und die zugehörigen Informationen rauskriegen wollen. Diese kleine, kurze Rechnung. Also, nochmal zusammengesammelt. Der Erwartungswert für die Anzahl Versuche, das, was Sie durchschnittlich an Versuchen haben, ist beschränkt durch eine konvergierende Reihe, durch eine Konstante daher. Und zwar dann im Durchschnitt natürlich dann unabhängig vom Schlüsselwert. Aber abhängig vom Füllgrad. Je kleiner der Füllgrad, je geringer der Füllgrad, umso geringer ist die durchschnittliche Anzahl von Kollisionen. Und dementsprechend
im statistischen Mittel konstant. So. Haben wir noch was zu besprechen zum Thema Hash-Tabellen? Nein. Wir haben zum Thema Hash-Tabellen jetzt alles gesagt und wir sind auch mit der Zeit ungefähr durch. Es macht, glaube ich, wenig Sinn, hier noch ein neues Thema für heute anzufangen. Dann würde ich gerne an dieser Stelle Schluss machen, möchte mich bei Ihnen bedanken für die Aufmerksamkeit, möchte Sie daran erinnern, dass am Donnerstag ein Feiertag ist. Das heißt, Sie können gerne zum Audimax-Gebäude kommen und an der Tür rütteln, aber es wird Ihnen nicht allzu viel bringen und ich werde auch nicht hier sein. So, gut, also wünsche ich Ihnen dann jetzt schon verfrüht eine schöne Restwoche und wir sehen uns dann am nächsten Dienstag wieder. Bis dann.